Wow, es ist soweit. Wir werden einen Tag vorher starten, weil die Strecke, die direkte Strecke wäre ungefähr 190 Kilometer gewesen in 7 Tagen. Aber dadurch, dass wir ja auch Wanderwege gehen möchten und nicht nur auf der Bundesstraße, sind das wahrscheinlich so 210 bis 220 Kilometer die Strecke. Und das in 7 Tagen. Das heißt, sind pro Tag mindestens 30 Kilometer. Mein Rucksack, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, ist bei 15 Kilo geblieben. Das heißt, ich habe es geschafft, alles reinzukriegen mit 15 Kilo. Und ich bin ja für verschiedene Dinge gewappnet. Bei verschiedenen Dingen muss man ja dann ja irgendwo einen Kompromiss finden. Also es kann Regen kommen, es wird Regen kommen. Schnee ist möglich. Hitze brauche ich mich nicht zu wappnen. Kälte, ja, das sind alles die Dinge. Und ja, ich bin echt stolz auf 15 Kilo. Ich habe keine Wechselsachen mit. Also ich habe doch eine Packung Wechselsachen habe ich mit, die ist eingeschweißt in Folie, also nicht eingeschweißt, sondern so ein Ziplock-Ding, das ist ein Trockending. Ansonsten habe ich nur ein Outfit, was halt schnell trocknet, und ja, da hoffe ich einfach, dass das reicht. Und ich habe eine Jacke und eine Hose, also ich habe Wechselsachen nicht, und ich habe ein Outfit für die Revolution, und das habe ich mitgenommen. Ich habe das Leichteste mitgenommen, was man mitnehmen kann, das ist ein Kleid. Und deswegen werde ich auf der Revolution mit einem Kleid wahrscheinlich da sein. Und ja, und jetzt geht's los. Und ja, wir sind total aufgeregt, weil wir frieren jetzt schon in der Wohnung. Ich habe mir nochmal mein Weizengras abgeerntet. Und ja, jetzt geht's los. Ich weiß nicht, ob es die größte Herausforderung in meinem Leben ist. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Herausforderung. In dieser Kälte 7 Tage lang in der Natur, oder 8 Tage sind es ja jetzt, in der Natur zu wandern. Jeden Tag über 30 Kilometer. Kalt, Regen. Fast jeden Tag Regen jetzt angesagt. Ja, ich mal sehen, was wird. Ich werde euch auf jeden Fall Details dann jeden Tag geben, wie ich was, welches Problem gelöst habe, weil dass ich die Probleme löse, steht für mich außer Frage. Und wenn es gesundheitlich nicht mehr irgendwann geht, dann, wobei ich da auch sehr belastbar bin, ich habe jetzt schon, ja, mein Hals ist rot, ich weiß nicht, ob es eine Angina ist, aber ich glaube nicht, ist eher so eine Vorstufe. Und ja, ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Wo ich total empfindlich und wo ich sage, okay, da höre ich auf, wenn mein Rücken über lange Zeit schmerzt. Ich war ein halbes Jahr gelähmt aufgrund dieser Tatsache, dass mein Ischiasnerv zwischen den Bandscheiben eingeklemmt ist und da keine Bandscheibe mehr existiert. Da ist halt sehr kältesensibel, und ja, das ist das Einzige, wo ich relativ, ja, schnell sage, okay, das war's. Alle anderen Sachen, da bin ich bereit zu leiden und da durchzugehen. Ich habe das mir einfach, ja, als Ziel gesetzt, jetzt nach Berlin zu laufen, und egal, was die Witterung hergibt. Und ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, dass ich das angehe. Ich weiß nicht, wie lange ich kann, aber ich weiß, dass ich es angehe. Und das reicht. Das reicht. Es gibt mir so ein Glücksgefühl. Und wenn ich nach einem Tag wieder hier bin, ja, dann ist es eben so. Dann ist es eben so. Aber einfach mal loslaufen. Einfach mal loslaufen. Scheiß drauf Regen, scheiß drauf Kälte. Wir haben sogar noch relativ Glück, weil jetzt soll es ja ein bisschen wärmer werden. Ja, und na, mal gucken. Ja, laufen wir jetzt los und auf geht's nach Berlin zur Revolution. So, Komoot sagt, wir sollten dort lang. Ja, aber das sieht hier nicht aus, wie dass es hier irgendwie lang geht. Und das da unten sieht eher aus wie ein Fluss als wie ein Weg oder zugespülter Weg. Naja, mal schauen. Hier sind Gitter. Und vielleicht ging es mal früher da lang. Komoot, vielen Dank. Naja, schauen wir mal. So ist hier ein Fluss, der nicht überquert werden kann. Dann kommen wir jetzt schon wieder 500 Meter zurückgelaufen. Und dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie da hoch auf die Bundesstraße klettern, über die Brüstung, und dann können wir den Fluss überqueren. Aber das ist erstmal Komoot, scheiße. Aber es ist klar, wenn man so Wanderwege geht, das ist was anderes, als wenn man Google Maps macht. Google Maps zeigt einen immer gut an, aber da kriegt man halt nicht so viel mit von der Natur. Deswegen wäre ich jetzt einfach mal hier. Kann ich hochklettern. Musik.
Folgendes. Ich dachte gerade, okay, ich habe jetzt die neuen Schuhe an, also wieder normale Schuhe. Und da dachte ich jetzt, oh, ich kriege bald eine Blase. Aber dort, wo es weh tut, habe ich mal nachgeguckt und gesehen, das ist die Stelle, wo ich mir ins Bein gehackt habe voriges Jahr. Vielleicht durch das andere Abrollverhalten jetzt, dass das eben wieder, das könnte ein Problem werden. Jetzt, keine Ahnung, aber naja, ich werde es beobachten. Ich wollte es nur mal als Tagebuch hier festhalten. Wir sind jetzt mittlerweile erst 5 Kilometer gelaufen und ganz schön matschig alles. Und wie gesagt, die Zehe tut ein bisschen weh. Aber es sind erst 5 Kilometer und wir wollen ja heute noch 25 schaffen. Erste kleine Rast in einem kleinen Bushäuschen. Und naja, bis jetzt eigentlich noch alles gut. Bis auf dass ich von Komoot wieder auf Google Maps gewechselt bin. Komoot ist halt einfach für den Arsch. Das habe ich bei der letzten Wanderung schon gemerkt. Stehst du irgendwann da und geht's nicht weiter. Ne? Und jetzt war es mit dem Fluss, wir mussten zurückgehen. Total nervig. Google Maps sieht halt nicht so die Wanderwege. Du bist halt eher auf der Straße unterwegs. Aber da hast du eine sichere Guideline. Und auch noch sehr interessant, ich habe mit Komoot waren es jetzt 5 Kilometer und der Akkuverbrauch war von 100% auf 57%, obwohl ich im Flugmodus war, obwohl ich die Sprache ausgeschaltet habe, WLAN, Bluetooth, alles aus, bis auf GPS und auch den Bildschirm ausgemacht habe. Und trotzdem hat er innerhalb 5 Kilometer den halben Akku vom iPhone 7S unglaublich. Und da war es bei 54%. Jetzt bin ich mit Google Maps, weiß ich nicht, 500 Meter gelaufen oder 600 Meter. Und von 54% war der Akku, jetzt ist er 57%. Das heißt, Komoot kostet Akku und Google Maps gibt Akku. Sehr gut für Google als Werbespot. Aber naja, auf jeden Fall, ich weiß ja, mit Google Maps komme ich über den Tag. Und ich habe ein Powerbank mit, wo ich das jeden Tag auflade. Und ich habe ein Solarpanel mit, was ich mir auf den Rücken schnalle, wo ich die Powerbank dann auflade. So, wenn es Sonne ist. Ja, die neuen Schuhe. Ich glaube, das ist das Ding. Naja, ich hatte keine andere Wahl. Ich musste mir neue Schuhe holen. Und auch wetterfeste Schuhe, weil es halt regnet sehr viel. Und ja, ich glaube halt tatsächlich, dass da eine Blase irgendwo kommt. Also ich habe Blasenpflaster mit, immerhin so klug war ich. Naja. Okay, kleines Update, jetzt geht's weiter. Wie gesagt, gerade mal 5 Kilometer, aber es ist ein schönes Gefühl, wieder on the road zu sein, wieder unterwegs zu sein, wieder in der freien Natur und und dem Wissen, irgendwo seinen Schlafplatz irgendwo in den Wäldern oder in den Städten irgendwo aufzuschlagen und ja, einfach on the road zu sein. Einfach ein tolles Lebensgefühl. Ja, jetzt ist es sehr, sehr windig. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Wahrscheinlich nicht, es ist echt windig. Mir fällt das Handy fast aus der Hand. Ich wollte nur sagen, ich bin quasi wieder, dort, wo ich bei meinen letzten Wanderungen auch immer wieder bin, und zwar auf dem Feld. Bundesstraße und Feld. Das ist halt immer so, da kommt man relativ schnell von A nach B, aber ist natürlich nicht so schön wie im Wald. Aber es ist wahrscheinlich dann doch eher meine Sache. Und die Geschichte mit dem weißen Streifen, die kennt ihr ja, die brauche ich nicht zu wiederholen. Und jetzt geht's weiter auf dem weißen Streifen. Ich sitze wieder in einer Bushaltestelle. Ich hoffe, wenn es dann regnet, dass wir auch diese Bushaltestellen hier finden, weil die sind überdacht. Und das ist richtig cool. Könnt ihr mir sogar vorstellen, wenn es richtig eisige Temperaturen sind, dass es hier ein bisschen wärmer ist, weil es halt windgeschützt ist. Ansonsten möchte ich mal zeigen, was eigentlich das einzige Problem derzeit darstellt bei mir. Das ist eigentlich das einzige Problem. Hier habe ich mir damals in den Fuß gehackt und wenn ich barfuß laufe, dann setze ich so auf. Und roll nach hinten so ein bisschen ab. Also Zehe wird nicht gebeugt. Wenn ich Fersengang laufe, mache ich so und dann rollt der ganze Fuß inklusive hier so ab. Ja? Und das halt mit diesen neuen Schuhen. Das war ein bisschen zu erwarten. Aber ist halt ein bisschen ärgerlich. Man sieht auch, wie die Adern davor treten hier. Ja? Das ist alles dieser Druck. Das ist alles mein Fuß nicht gewöhnt. Und da hinten sind die ersten Blumen. Seht ihr das, die gelben? Da kommt gleich ein Auto. Hui! Da hinten die Blumen. Ja, sehr, sehr windig. Das ist nicht so schön. Und unsere erste Etappe
nach jetzt 14 Kilometern ist der Penny. Und ja, das ist immer schön, wenn man wandern geht, braucht man nicht Essen, Trinken mitnehmen, sondern versucht sich so lang zu hangeln von Einkaufszentrum zu Einkaufszentrum. Funktioniert leider nicht komplett. Das haben wir schon gesehen auf der Karte, von daher, naja, aber jetzt Penny. Oh, jetzt gibt es meine erste Mahlzeit. Und ich habe mir jetzt Tomaten geholt, Oliven mit einem Brot, einem Baguette, dann hier Veggie-Früchte, einen frischen Orangensaft und hier gab es in der Apotheke, da habe ich eine Blasenpflaster geholt. Und das hatte ich noch mitgenommen zum Trinken und das ist jetzt meine Mahlzeit des Tages. Es ist Zeit, den ersten Schlafplatz zu suchen. Also 17 Uhr. Wir sind heute, habe ich vielleicht gar nicht gesagt, so um 11 sind wir erst los. Und ja, wir haben jetzt 20 Kilometer in Knochen und suchen jetzt Schlafplatz irgendwo zwischen zwei Dörfern am besten. Und alles gut gelaufen heute. Ich habe zwei Blasen, da habe ich Blasenpflaster drauf gemacht. Das war zu erwarten bei neuen Schuhen. Und ja, jetzt geht es ans Schlafplatz suchen. Und wir haben ungefähr noch eine Stunde, bevor es dunkel wird, glaube ich. 18 Uhr ist, glaube ich, Sonnenuntergang. Schauen wir mal. Alles klar. Schlafplatz wird immer, Dings da hinten, da scheint Wald zu sein. Hier ist die Bundesstraße. Das sollte genug Abstand sein, weil wir laufen jetzt übers Feld da hinten in den Wald und dort werden wir dann, also Wäldchen, ganz kleiner grüner Flecken, aber dort werden wir unser Zelt aufschlagen, denke ich. Auf geht's! Wir haben jetzt zwar einen Zeltplatz gefunden, aber so der Reißverschluss vom Dings ist kaputt. Geht nicht mehr zu. Ist halt hier. Ist kaputt. So. Ja, ist ja nur Winter. Das ist nicht das Einzige, was passiert ist. Das andere ist auch noch, dass das Zelt hier unten, hier, das ist auch gerissen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Hier unten, das Ding ist auch eingerissen. Scheiße. Das Zelt kaputt ist blöd. Das ist nur Reißverschluss. Kommt ein bisschen mehr Kälte rein. Gut, groß Ungeziefer, Kleingetier sollte in der Jahreszeit nicht da sein, aber es nervt. Gleich am ersten Tag Zelt kaputt. Ich weiß nicht, was ich mache. Naja, ich werde es erstmal offen lassen halt. Was soll ich machen? Jetzt kann ich eh noch offen lassen. Wir haben aber auch nicht irgendwie auf dem Weg Desathlon oder was, wo ich ein neues Zelt herkriegen könnte. Also versuche ich es mit dem Zelt so zu machen oder breche halt ab und fahre in die nächste größere Stadt oder ich versuche es einfach so weiter. Ja. Ist halt das Zelt offen in der Nacht. Mein Gott. Naja, okay. Das war's dann für heute. Wir haben ja recht schön einen Zeltplatz gefunden. Ich kann euch mal ein bisschen rumzeigen hier. Ja, da ist jetzt das Zelt und noch ein Tarp drüber, weil es die Nacht ja regnen soll. Ja. Direkt am Feld quasi. Ja. Drüben hat Cecilie gezählt. Ja. Gut, dann wünsche ich euch eine gute Nacht und mal sehen, was dann ein morgiger Tag bringt.